Und hier das Samstagvideo, bevor ich ins Wochenende gehe. Ja, Freunde, ein herzliches Willkommen noch von mir, meiner Seite aus. Jetzt einmal, wenn ich eh schon den Computer aufgedreht habe, mal vom Computer aus. Ja, ihr wisst ja, wie diese Lage ist. Ich möchte nicht allviel dazu sagen, weil ich habe das schon in meinem letzten Video erwähnt. Das hier nach ORF-Party alle Politiker angezeigt. Respekt, würde ich mal sagen. Ja, und dann will man die Regierung klar machen, ihr müsst alle in den Lockdown gehen. Wir sind das Oberhaupt, wir machen das, was wir wollen. Also, bei allem Verständnis, aber so bitte nicht, liebe Regierung. Wenn Sie Rückgrat haben, dann heben Sie diese Maßnahmen endlich einmal auf, weil es zeigt mir, wie gesagt, dass Sie kein Rückgrat haben, indem Sie ohne Mund-Nasen-Schutz, ohne Abstand. Ja, irgendwann muss einmal Schluss sein. Und lieber ORF, bei allem Verständnis, aber die 2G-Maßnahme hat nicht gereicht. Das können Sie Ihren Wrabetz erzählen, aber nicht uns oder mir. Die 2G-Regel hat eben nicht gereicht. Es ist bei Veranstaltungen gefälligst Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Und wenn Sie es nicht können, dann müssen Sie die Spendengala eben halt absagen. Aber das, was Sie gemacht haben, geht rein gar nicht. Ich hätte mir auch von dem Bundespräsidenten erwartet, dass er eine Maske trägt. Aber anscheinend hat er gesagt, nö, kein Bock. Lieber Herr Bundespräsident, nur weil Sie Staatsoberhaupt sind, gelten auch für Sie die Gesetze, die auch für mich gelten. Bei Ihnen gibt es keine Sonderausnahmen. Und beim Herrn Schallenberg kann man ja leider nichts machen. Er ist Diplomat, also da sind die Hände natürlich gebunden. Und es ist wirklich sehr, sehr traurig, was Sie hier gemacht haben, Herr Schallenberg. Da bleibt einem die Sprache wirklich mal weg. Aber genug der Dinge. Ich wünsche noch eine angenehme Woche und vielen Dank.